Herzlich willkommen auf dem Pfaffenhofener Hauptplatz. Er zeigt sich wieder in adventlicher Pracht. Die Lichterketten leuchten, die Fassade des Rathauses ist angestrahlt und natürlich Glühwein und Steaksemmeln, gebrannte Mandeln, Musik. Ja, diese ganz besondere Atmosphäre, Christkindl-Atmosphäre. Dieses Jahr war zum ersten Advent die Kulisse perfekt. Alles eingeschneit. Ja, genau so, so soll es sein, so habe ich es immer wieder gehört. Da kommen gleich weihnachtliche Gefühle auf und der Glühwein schmeckt gleich noch mal besser. Dann ist Advent. Zugegeben, jetzt an diesem dritten Adventswochenende ist die weiße Pracht schon fast wieder verschwunden. Doch der Zauber bleibt, es ist heimlich, warm. Ich freue mich, wenn ich zwischen den Ständen umherschlendere, die gerade wieder öffnen. Ich freue mich am Angebot an Schönem und Skurrilem. Ich freue mich an den Gerüchen und den Menschen, denen ich begegne. Doch apropos begegnen. Bei einer Tasse Glühwein am vergangenen Adventssonntag kam mir so ein Gedanke. Sie kennen das? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn er jetzt käme? Er? Ja, er, der Sohn Gottes, der Friedefürst, der Heiland, der Erlöser. Was wäre, wenn er hier zu Gast wäre in meiner Stadt, wenn er zu mir käme? Würde ich ihn überhaupt erkennen? Würde ich ihn wahrnehmen? Ich befürchte, es könnte passieren, dass ich ihn übersehe. Doch bevor ich mich in trübsinnige Gedanken zu ergehen drohe und mein Glühwein kalt wird, fällt mir ein, ich bin es ja gar nicht, der auf ihn zugehen muss. Gott kommt zu mir. Er kommt bei mir an. Er wird aktiv, geht auf mich zu. Dafür wird der Mensch. Zunächst ein kleines Kind und dann der Rabbi Jesus von Nazareth. Ich brauche gar nichts zu tun. Naja, etwas Aufmerksamkeit schadet bestimmt nicht. Für ihn, ein Gott, dem ich wichtig bin. Er schickt mir seinen Sohn und gerade deshalb kann mir dieser Gott auch nicht gleichgültig sein. Wie wunderbar! Da ist dieses Gefühl, diese Ahnung, dass er mir ganz nahe ist und Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten dritten Advent und die Erfahrung von Gottes Nähe.